Jo, moin, moin. Jetzt muss ich doch tatsächlich noch zu meinem MOBA-Händler fahren, ne? Ostern ohne MOBA geht ja gar nicht. Also, und eigentlich wollte ich nur 10 Gleise, M-Gleise, Industrieradius haben. Weil ich habe so viel M-Gleis, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht ein Gleis im Industrieradius und was da das Einfachste, um eine Ausrede zu haben, dass man zum Händler muss? Frau ist nebenan. Ja, man holt sich ein paar günstige Gleise. Warum will ich die haben? Zeige ich euch gleich. Ich stelle gleich die Kamera um. Zeige euch dann, was ich gerade vorhab. Aktuell muss ich euch aber noch mal eben was anderes zeigen, weil eigentlich wollte ich auf eine E160 von Märklin, also die 3457, bei eBay dieses Wochenende bieten. Die ist übrigens noch da, könnt ihr haben. Steht, glaube ich, aktuell irgendwo um die 45 Euro, wenn ihr heute schnell seid. Oder läuft die nur, ich weiß gar nicht, die läuft vielleicht auch noch ein paar Tage länger. Also guckt mal nach, wenn ihr euch für die Lok interessiert. Auf jeden Fall habe ich mir dann die paar Gleise rausgesucht. Und was macht man dann? Guckt man natürlich auch beim Händler so durch die Vitrinen, was gibt es Neues und so weiter. Und da hat der gute Kollege wohl wieder mal eine Sammlung aufgekauft. Irgendwie was um die 60 Lokomotiven, die er da gekauft hat. Teil war auch schon weg. Und siehe da, in der einen Vitrine stand dieses etwas ältere, rötlichere Modell. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, Märklin hat da mal die Farbe so ein bisschen verändert. Und dann habe ich hier, zeig's euch, dieses Schätzchen gesehen. Ja, vielleicht kann man das erkennen. Also, na, eine 160 Baureihe 012-1. Ein kurzer Blick unten drunter. Die ist vielleicht bei Märklin noch auf den Testkreis gelaufen. Ansonsten hat der Sammler die ausgepackt und in seine Vitrine gestellt. Und da stand sie jetzt wohl so gute 20 Jahre. Warum die Sammlung da aufgelöst wurde, na, werden wohl die typischen Gründe sein. Wie man das so kennt, Leute werden halt älter. Ich auch, aber so alt fühle ich mich noch nicht. Und deswegen muss ich noch ganz viel MOBA bauen. Also, das ist eine analoge Lokomotive, die wird natürlich digitalisiert. Die hat noch keinen Hochleistungsantrieb. Den baue ich jetzt so über Ostern ein. Decoder habe ich auch noch. Da muss ja nichts Besonderes rein, weil sie nicht viele Funktionen hat. Und wenn ich es in meinen Kopf kriege und ich finde sie dann wirklich so toll, dann kriege ich die vielleicht nochmal irgendwann einen Sounddecoder. Aber erstmal jetzt schöne Laufeigenschaften verpassen dem Ding. Decoder rein. Fertig. Das ist eine Aufgabe über Ostern. Achso, hier Hochleistungsantrieb. 60 941, ne, habe ich mir auch noch schnell besorgt. Ja, kosten 5er mehr beim Händler. Aber ich habe es ja eilig. Ich muss die ja fertig haben, die Lok. Geht ja nicht anders. Außerdem muss ich sonst auch immer 5 Euro Versandkosten bezahlen. Also, what cares? So, jetzt stelle ich mal eben die Kamera um. So, und dann seht ihr. Ups, ich habe ein Regal ausgeräumt. Und zwar, wenn ihr so ein älteres Video von mir noch von dem Rundgang, wenn ihr das in Erinnerung habt, da war dann ja die Vintage-Anlage untergebracht. Ne? So, zack. Ja. Und da hinten seht ihr auch schon das Industriegleis. Also, das ist ein 50er IVA-Regal. Dafür reicht das reicht natürlich nicht für einen Industriekreis, aber
wenn ihr euch mal hier den Abstand zwischen der Anlage und dem Regal anguckt, dann ist das doch schon verdammt knapp. Und deswegen habe ich keinen Normalradius genommen. Ja, oh, die Kamera zuckt auch ein bisschen. Sondern ich habe einfach hier Industrieradius genommen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt nicht die ganz großen Lokomotiven laufen lassen kann. Aber alles, was so normal ist den Radius macht, da gehört zum Beispiel auch eine V200 dazu oder Dampflokomotiven, so kann ich das endlich schaffen, dass ich hier auch einen, ja, sag ich mal, nicht nur Pendelzugbetrieb mache, sondern dass ich wirklich einen Knochen fahren kann. Genau, Knochen heißt das, richtig, das wollte ich doch sagen. Also, die Anlagenform heißt dann Knochen. Also ich drehe mich hier mal um, so, zack, schwupp. Und dann seht ihr das. Also hier geht es dann in der anderen Richtung los. Hier ist der Industriekreis. Da habe ich 50 cm Tiefe im Regal für irgendeine wilde Anlagengeschichte. Da steht mein Drucker und da geht es dann mit einer Blechbrücke hinter meinem Arbeitsplatz längs. Oh, das habt ihr auch schon gesehen. Da kommt die Strecke quasi raus vor meinem Arbeitsplatz. Da soll noch so ein Brettchen dahinter, damit das auch alles stabil steht. So, da hier geht es dann in ein IWA-Regal, was nur 30 tief ist. Schwupp, hier habe ich schon mal die ganzen alten Fallerhäuser verlastet. Ja, da unten steht Gesammeltes. So, und hier hinten wird es dann halt eben auch wieder den Anschluss mit Industriekreis geben, so dass ich dann einen Knochen fahren kann. Ich halte das so für eigentlich eine ganz akzeptable Idee. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber sagt ruhig mal Bescheid. Und zwar jetzt muss ich noch was erzählen, das ist mir dann heute Morgen gekommen. Also ich war am Überlegen, fahre ich jetzt zu IKEA und ich schalte mal wieder um, ich muss ja nicht die ganze Zeit bleiben. Also ich war am Überlegen, fahre ich jetzt zu IKEA und hole mir noch zusätzliche Regalböden für dieses IWA-System. Oder schaue ich mal auf den Dachboden, da kann ich nämlich alles vernünftig zuschneiden und ja, da habe ich eigentlich noch genug Holz liegen. Und dann habe ich nämlich vor, so, jetzt gehen wir nochmal hier, warte, so, zack, Kamera festhalten. Also, klappt schon immer besser, ne? Die IWA-Regale oder die Regalböden von dem IWA sind quasi dann die Basis. Und ich werde dann so ungefähr nochmal 7 cm Lattung darunter machen. Und dann quasi erst die eigentliche Platte. Das hat dann für mich den Vorteil, dass ich die Platte auf das Regal stellen kann und diese Platten wie Module bei einem möglichen Umzug einfach rausnehmen kann. Und was noch dazu kommt, ich habe da drunter ja alles Kisten stehen. Wenn ich da jetzt Löcher reinbohre, dann hängen mir die ganzen Strippen in meine Materialkisten rein. Das will ich natürlich auch nicht. Also bleiben diese Böden quasi als Schutzebene dazwischen, um dann darauf die nächste Ebene zu bauen, wo die Anlage drauf steht. Also die Vintage-Anlage. Anlage haben wir hier, ne? Das ist Anlage. Und das ist hier Spielen und Spaß haben und Sammlung fahren lassen. So, das wollte ich eigentlich euch nur mal kurz erzählt haben. Und wenn es dann so ein bisschen was zu sehen gibt, dann gibt es da ein neues Update und vielleicht dann auch mal eine richtige Episode. Also, Ostern fängt ja eigentlich morgen erst an und so gibt es dann auch noch ein bisschen Zeit,
was zu tun und vielleicht jetzt mal gucken, was ich bis Montag schaffe. Gebe ich euch dann am Montag schon ein Update und ihr könnt dann sehen, was daraus geworden ist. Also die E160 wird es auf jeden Fall sein, die ist dann fertig. Und der Rest zeige ich euch dann. Also, nochmal. Ich wünsche euch schöne Ostern, bleibt gesund und schaltet dann oder guckt einfach mal am Ostermontag abends rein. Vielleicht gibt es bis dahin ein Update. Ciao, ciao.